Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, jetzt sind wir hier im Wald angekommen. Wir müssen noch ein kleines bisschen fahren, bis wir zu der Höhle kommen. Und dann machen wir einfach mal den zweiten Versuch mit meinem zweiten Rover in die Höhle reinzufahren und zu schauen, ob wir da ein paar bessere Aufnahmen machen können und ein bisschen weiter vor allem reinfahren können. So, jetzt sind wir schon fast an der Höhle angekommen. Wir müssen jetzt das ganze Equipment noch ein bisschen den Berg hoch schaffen. Da möchte ich mit dem Auto nicht weiter reinfahren. Das sind vielleicht noch ja, so 50 Meter, schätze ich mal ungefähr. Und dann sind wir in dem Bereich, wo dann die Höhle anfängt. Wir haben jetzt ein paar neue Sachen dabei. Ich hoffe, mit dem wird das Ganze ein bisschen besser. Wir sehen mehr oder kommen auch weiter rein. Sind wir mal gespannt. Nass ist es noch ein bisschen, aber ja gut. Ist halt einfach so. Ganz schön anstrengende Sache, da hochzuschleppen. Sind wir angekommen, da oben ist wieder die Höhle. Jetzt müssen wir uns erstmal sauber einrichten mit dem Ganzen hier. Das wird das Erste sein. So, jetzt machen wir mal einen Systemcheck, bevor es überhaupt losgeht. Das heißt, jetzt mache ich erstmal den Rover an. Fernbedienung. Also, okay, hier der Berg kommt er nicht hoch, aber er läuft. Okay, das sieht soweit gut aus. Also das funktioniert. Gucken wir mal noch das Licht, ob das geht. Okay, Licht geht auch. Also, das können wir schon dran lassen. So, das heißt, der nächste Punkt ist, jetzt tue ich diese Zusatzlampen rein, einschalten, meine Kamera reinlegen und ja, dann können wir eigentlich schon loslegen. Welche Lampen? Die große oder? Ja. Ja.
darüber. Das ist wieder ein anderer. Sicher? Ja. Der Förster oder was? Ja, doch. Kannst du mal die Lampe wieder ausschließen, die vorne vom Scheinwerfer? Ist er an? Ja. Okay. Nein, muss ich schon. Ich glaube, es fängt an zu regnen. Ich glaube nicht. Ich bin verwirrt, weil ich die Blätter bewegt. Display von der Kamera schwarz. Ich schalte es ab. Aber ich glaube, arg viel besser sind die Aufnahmen nicht geworden. Mach mal das Licht aus, Lukas. Kann ich machen. So, siehst du was? Was ist denn mit dem?
Sich verstellt. Also ich habe jetzt hier mal die Kamera wieder ausgebaut und mal die SD-Karte rausgeholt und will mir mal anschauen, ob man da überhaupt was sieht. Das große Problem ist eigentlich das, dass beim Reinfahren die Kamera oder diese Actioncam hier sich ein bisschen nach oben verbogen hat, weil der Zugang doch recht schmal ist. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob überhaupt was gekommen ist, gescheit. Okay, also der Winkel war jetzt gar nicht so schlecht von der Kamera, aber so richtig tief reingekommen bin ich wohl nicht, so wie es aussieht. Das ist ja diese Engstelle. So, jetzt bin ich hier mal soweit fertig. Jetzt kann ich mein ganzes Equipment hier wieder zusammenpacken und wieder Richtung Auto marschieren. Ich schaue mir das daheim mal in Ruhe an und guck mal, wie die Filme so geworden sind. Ja, Schnakenplage hier ohne Ende. Wir sind da schon verstochen in der Höhle. Das sieht man auch auf dem Film, ist auch die ganze Höhle voll damit. Ja, jetzt gucke ich mal, dass ich hier rauskomme auf jeden Fall. Schnitt aus. So, inzwischen ist es jetzt schon, lass mich gucken, ja, kurz vor 10 Uhr abends. Ich bin jetzt gerade dabei, das Filmmaterial alles mal zu sichten und anfangen auch zu schneiden. Ja. Sind ein paar gute Aufnahmen dabei von der Höhle drin. Es hat nicht ganz so toll geklappt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Der Rover, der war fast zu groß, um da durchzukommen, durch diese Engstelle, durch diese erste. Und später dann im hinteren Bereich, da hat er dann doch auch Probleme gehabt, nochmal über diesen Blätterwald da drüber zu fahren. Aber ich denke, man sieht schon ein bisschen besser die Dimensionen von der Höhle, auch wie es weiter hinten aussieht.
Ja, bin aber leider nicht ganz so weit gekommen, wie ich wollte. Ja, noch zwei kleine Anekdoten. Also beim letzten Fahren, wo ich dann ziemlich weit hinten war, habe ich dann echt Angst gehabt, zurückzukommen. Ja. Wenn man in die Höhle von oben reingeguckt hat, hat man kein Licht mehr gesehen. Das Fahrzeug war echt ziemlich weit um die Ecke hinten drum. Hab's dann aber doch, Gott sei Dank, nach ein paar Minuten Versuche, habe ich es dann doch wieder zurückfahren können, beziehungsweise auch rausziehen können, das Fahrzeug. Also da hatte ich schon fast gedacht, oh, puh, das wird eine enge Kiste. Hat aber dann funktioniert. Dann noch eine weniger gute Geschichte, also um die Zeit in den Wald zu gehen, das ist eigentlich eine blöde Idee, ja. Mein Sohn hat eine Zecke verwischt, ich habe eine Zecke gehabt, also wir haben uns da diese blöden Zecken dann noch eingefangen, die haben wir uns dann auch noch rausoperieren lassen müssen von unserer Krankenschwester. Meine Frau hat es tiptop gemacht. Ja, das macht dann wieder ein bisschen weniger Spaß, wenn man gerade im Wald solche Aktionen macht. Aber ihr habt jetzt mal gesehen, es hat doch ganz gut funktioniert, nicht ganz so, wie wir es gewünscht haben. Aber ja, Versuch macht schlau, sage ich immer. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal einen dritten Versuch starte, weil dann müsste ich nochmal ein anderes Fahrzeug bauen, wo dann vielleicht noch weiter reinkommt. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ja, die Motivation ist jetzt nämlich ganz so groß, dann noch einen dritten Versuch zu machen. Ich belasse es jetzt einfach mal so, das Bernsteinzimmer war nicht drin, andere Sachen waren leider auch nicht drin. Vielleicht geht es hinten noch ein bisschen weiter, das kann man jetzt so erahnen vielleicht, aber gut, vielleicht habe ich irgendwann mal Lust, noch was zu machen, dann gehe ich da nochmal rein, aber für mich ist jetzt erstmal diese Expeditionssache vorbei. Ich hoffe, euch hat mein kurzer Film gefallen jetzt über diese zweite Expedition. Ja, ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und schaut doch mal bei mir auf den Kanal vorbei. Ja, ich habe da die erste Expedition mit meinem ersten Rover drauf und auch noch viele andere Dinge im Bereich Do-it-yourself oder Heimwerken. Ist bestimmt auch mal was Spannendes noch dabei, was euch interessiert.